Hallöchen und ein herzliches Willkommen zum Adventkalender. Ja, was wäre denn ein Livestream ohne... Moment, das ist ja gar kein Livestream. Das ist ja nur ein normales Video. Aber auch in den Videos muss er eigentlich vorkommen. Unser lieber Recher mit dem Becher. André, Herr Söserstein, danke, dass du an meinem Adventkalender mitgemacht hast. Und ich gebe weiter ab an ihn. Er soll euch jetzt sein Set des Jahres vorstellen. Viel Spaß! Hallo und grüß euch, Herr Söserstein, ja, hallo. Ich wurde gebeten, ein Video über mein Set des Jahres 2022 zu machen. Jetzt ist es gar nicht so einfach, ein besonderes Set rauszuziehen, weil es gab eigentlich mehrere Sets, die mich dieses Jahr unheimlich gehypt haben. Da wären zum Beispiel, ja, eigentlich alle drei Apokalypse-Häuser von Super 18K haben mir unheimlich Spaß gemacht, aber die sind es nicht. Dann der absolute Burner an sich war das Lunatic Hospital. Wirklich das schönste Set, was ich je gesehen und gebaut habe. Das Set, was mich am meisten inspiriert hat, das gleich umzubauen, um da eine große Wohngemeinschaft für meine ganzen Sigfix zu machen, die ich von meinen ganzen Freunden, vielleicht bist du oder du da hinten ja auch mit dabei und du sowieso. Ja, aber um das geht es ja auch nicht. Es geht, also das Set, was mich am meisten geprägt hat dieses Jahr, ist das hier. Nichts Besonderes, man kennt es, das GWP von Lego. Ich habe es mir allerdings nicht als GWP mitnehmen können, weil ich für die Summen einfach nicht einkaufe. Nee. Ich habe es gekriegt auf einer Ausstellung, wo wir waren im Sommer beim großen YouTuber-Treffen in Wien. Und auf dieser kleinen Ausstellung, wo wir da waren, da wurde das auch angeboten für, ich sag mal, gar nicht so einen übertriebenen Kurs, wie man das eigentlich meinen könnte. Ich glaube, ich habe dafür 30 Euro bezahlt. Und das fand ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm, weil es geht auch schlimmer. Und ja, was es damit jetzt also auf sich hat, ich habe, da steht es, ich habe es gebaut. Ich habe mich teilweise tierisch drüber geärgert, weil es mir immer wieder auseinandergefallen ist, weil mit diesen Händen, ich weiß nicht, vielleicht war ich zu grob, keine Ahnung. Aber letztendlich steht es jetzt da. Es ist auch hübsch. Ja, aber es hat mich natürlich inspiriert, um das Alte zu rebricken. Und wo ich denn diese schon mal hatte, bin ich natürlich zurück in meine Jugend quasi gekommen, wo ich die Forestman und Ritter und Wolfpack Sets gemocht habe. Ich hatte sie nicht alle. Aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe sie, also bei den Forestmen, weitgehend rebrickt. Das sind jetzt hier noch Mocks.
Und die ganzen anderen Originalen sind auf einer anderen Platte. Dazu wird auch noch mal ein besonderes Video kommen. Aber dazu, darum geht es ja hier nicht. Also, wie gesagt, das hier ist das Set, was mich dieses Jahr am weitesten gebracht hat. Ja, und somit war es das in diesem Video eigentlich auch schon wieder. Deshalb hebe ich nochmal meinen Becher, sage Prösterchen, tschüss, macht's gut. Auf bald!